Irgendwo hier in der Region ist sein Flugzeug abgestürzt. Der muss ja irgendwo sein. Flugzeug? Ich dachte, der hat drei Panzer. Er ist zumindest hier das letzte Mal gesehen worden. Also, such mal weiter. Siehst du? Ich glaube, das ist er. Ja. Aber der sah auch schon mal besser aus. Tja, das ist er nun. Da liegt er. Denkst du, dem geht's gut? Mal sehen. Ach, Scheiße, ich glaube, der ist tot. Boah, da wird's nicht mehr mit neuen Album. Aber hey, was hat er denn dort? Ah, was zu essen? Aus Schweden. Sieht noch mehr als nur Knäckebrot aus. Wett! Und das gucken wir uns jetzt genauer an. Schon wieder. Mhm. Hast du Hunger? Mehr als er. Los geht's. Das ist die schwedische Feldration. So. Helm ab. Ganz lustige Sprüche hier hinten drauf. Lustige Sprüche. Lustige Sprüche. Lustige Sprüche. Lustige Sprüche. Lustige Sprüche. Okay, ja. Was steht da drauf? Don't litter the land you protect. An sich kein schlechter Name, kein schlechter Hinweis. Also verschmutze nicht das Land, was du schützt. Denn wie wir sehen, haben wir wieder ganz viel Kunststoff drin. Wir fangen einfach an. Aufreißlasche. Eher schlecht als recht. Es ist, bevor wir reingucken, eine 24-Stunden-Ration. Und wir sehen, es ist ein ganz schön dicker Beutel. Mhm. Also hier ist richtig was drin. Wir gucken erstmal, was drin ist, wie immer, und probieren uns dann durch. Ich weiß gar nicht so richtig, mit was man ja am besten anfängt. Müsli mit Milch von Granola. Mhm. Ist Granola nicht auch eine Firma, die es bei uns gibt? Ja, ja. So für Müsli. Ich wollte gerade sagen, ziviles Zeug, aber das ist eindeutig in der Militärration. Passend hier farblich zur Uniform. Ich trage übrigens eine schwedische Uniform aus den 30ern und du eine aus den 60er, Peter. 70er, 80er Jahren. Da hat sich nicht viel geändert. Kleiner Spaßfakt am Rande. Chicken Curry mit Reis. Sieht auch gut aus. Ja. Also erstaunlich auch, dass die Hauptsprache Englisch ist. Outmeals. Pasta Bolognese, the peak of your day. Mhm. Also Spaghetti Bolognese. Sieht auch gut aus. Mal sehen, ob es der Höhepunkt unseres Tages ist. Es steht immer zuerst auf Englisch drauf, du hast recht. Dann noch Französisch
danach auf Skandinavisch. Skandinavisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch. Abgelaufen ist das Ganze übrigens 2021. Also alles wieder im Lot. Wir haben einfach nur einen Ziploc-Beutel, ich nehme an für den Müll, und einen neuen Löffel. So einen hat man noch nicht. Also noch eine Art Göffel mit kleiner Gabelspitze. Recht stabil ist es. Sieht gut aus. Schön lang, bis man überall rankommt. Chocolate Chip Cookie. Also ein Schokoladenkeks. Schokolade. Ist das dasselbe, was im Bundeswehr-EPA drin war? Kommt mir unheimlich bekannt vor in dieser braunen Verpackung. Orifo. Mir kommt so vor, als hätte ich es schon mal gesehen in einem anderen EPA. Ich kann nicht mehr sagen, welches. Aber auch von der Form würde ich sagen, die Bundeswehr-Tüte hatte das auch drin. Genauso. Kann ja sein, dass es wird ja alles irgendwo eingekauft. Na gut, das Britische hatte ähnliche Farben, aber da war, glaube ich, nicht so ein Riegel mit dabei. Stimmt. Weiß ich auch nicht. Könnte sein. Spult nochmal die Liste durch. Salty Cashew Energy Bar. Also ein gesalzene Cashewkerne, Nüsse, Energieriegel. Bis jetzt sieht es echt gut aus, oder? Mhm. Fruchtstang mit Ananas. Ist das? Wer kennt das nicht, die typische Frucht des Nordens? Ich wollte sagen, das ist aus Dänemark. Das ist dänisch. Das kommt der dänisch vor. Was? Käsekekse. Cheese Biscuit. Das habe ich noch nie gesehen. Ist auch die Firma. Aber es kann ja auch immer noch Käsekuchen. Käsekeks. Ja, weiß man nicht, wie es übersetzt ist. Werden wir sehen. Das ist die Original-Nötcreme. So Nöt? Es sieht aus wie Nutella. Also Haselnusscreme. Haselnusscreme. Ein Bonbon. Noch ein Bonbon? Zwei Bonbon. Isotonisches Getränkepulver Orange. Isotonisches Getränkepulver ist klar, wenn das Orange ist, dann kann das hier ja nur Erdbeere sein. Oder Tannenzapfen. Erdbeermilchshake mit zusätzlichen Proteinpulver. Also hier sowas wie dieses Y-Futter. Nee, hier so gibt Sport, die Sportmacher unter euch hier. Proteinshake. Boah. Beef Jerky. Was ist denn hier los? High Protein Original. The right stuff. von Bullseye Meats. Interessant. Also sowas hat man noch nie drin. Das ist ja was richtig hochwertig ist. Sonnenblumenkerne. Aber geschält wie uncool. Und verpackt. Fruit Pulp Cubes. Also so getrocknete Früchtewürfel. Auch was Feines. Solange es nicht Fiktion ist. Und eine schöne Packung Nestuk. Von Frieda. Von Frieda. Ja, früher machten sie Musik. So, und zuletzt eine Packung Field Essentials. Also die Grundlagen für draußen. Small things that make a big difference when spending day after day in the field. Also hier wird echt dran gedacht, hier den Leuten was mitzugeben. Und hier ist nochmal eine ganze Packung drin. Das ist ja fast schon hier ein eigenes Päckchen. Dass wir nichts verpassen. Kaffee? Ja, zweimal. Dreimal? Dreimal Kaffee. Hier so in so einem kleinen Tütchen. Outmeals, not survival, well-being. Also kein Überleben, sondern gutes Leben. Es ist auch kein, ich wollte sagen, es ist ein Zahnstocher, aber das ist ja so ein
Zahnreiniger hier mit kleiner Zahnseide am Rand. Interessant. Zwei Desinfektionstücher und dreimal jeweils zwei Minzkaugummis, also Pfefferminzkaugummi. Ja, ich denke, das kann sich sehen lassen. Deshalb guckt es euch nochmal an. Zwischenfazit, was denkst du? Was auffällt? Kein Zucker, kein Tee. Stimmt, nur ausschließlich Kaffee, nichts dazu. Wir können mal gucken, das ist auch hier nicht. Da ist auch einfach nur Kaffee drin, also nichts zum Reinmachen in Kaffee. Weiß man nicht, wie die Schweden ihren Kaffee so trinken, wahrscheinlich dann ohne alles. Dass gar kein Tee drin ist, finde ich auch erstaunlich. Aber ansonsten sieht es natürlich echt gut aus. Es macht einen sehr guten Eindruck. Es sieht auf Anhieb alles lecker aus, ja, ohne es gekostet zu haben. Also nichts, wo man sagen würde, ja. Flecke. Wir werden das jetzt natürlich alles probieren. Allerdings habe ich gerade gemerkt, hier im Norden wird es recht schnell finster. Ja, die Tage sind kurz hier oben im Norden. Das heißt, wir packen das jetzt schnell ein und gehen irgendwo hin, wo wir konstantes Licht haben, um das mit euch zusammen zu probieren. Den Müll kann man hier schon mal. Gibt's noch keinen Müll. Soll ich die Spinne hier mitnehmen? Ja, stoppe. Passt alles in meinen Helm. Ja, passt alles in einen Helm. So. So. Ganz wichtig, da könnt ihr auch noch mal Maß nehmen. Aha, interessant. Also ich muss wirklich sagen, hier der erste Eindruck ist bisher der beste, den ich je von Epa hatte. Weil hier hat man sich wirklich, es ist eine Spielerei, aber hier oben nochmal so ein Zentimetermaß dran. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber wer weiß, wann man es mal braucht. Mhm. Und dann hat man es halt zur Hand. Auch was drin ist, überzeugt einfach auf den ersten Blick direkt. Fangen wir damit an, oder? Möchtest du Ananas oder Orange? Orangen, die typischen Früchte des Nordens. Bim-Bom! Darf man das noch sagen? Darf man noch Bim-Bom sagen? Oder ist das kulturelle Aneignung? Es ist ein sehr hartes Kaubonbon. Nichts Besonderes, aber okay. So, Müsli mit Milch. Ähnlich wie das, was man im Französischen hatten. Mhm. 200 bis 250 Milliliter kaltes oder warmes Wasser. Wir ziehen mal hier auf. Wir haben dann auch Ziploc. Finde ich gut, weil wenn man es nicht auf isst, kann man es wieder zumachen. Beziehungsweise musst du erstmal einweichen. Ja, wir haben hier so eine ganz trockene Masse drin, die gut aussieht. Bei dem anderen hatte ich gar nicht reingeguckt. Haben wir ein Stück Wasser zufällig schon warm? Warm? Warm. Zufällig schon warm? Zufällig gibt es hier einen Wasserkocher. Normalerweise hätten wir das natürlich auch draußen erledigt. Aber so hinter schwedischen Gardinen. Ja, guck mal hier, das kann man richtig wie eine Schüssel aufhalten, habe ich gerade festgestellt. Kann man so, dann hat man so ein richtiges buntes Ding, kann man gut hinstellen. Ja. Und gutes Handling. Und jetzt kippen wir es mal nicht übers Bein. Ich gebe mir Mühe. Gut, gut, gut. Wie viel passt denn so eine Tasse? 300 insgesamt. Achso. Löffel. Dann
Verrühren wir das mal? Na, ich würde fast behaupten, es war zu viel Wasser. Ja, lass es erstmal. Ja, wir lassen es natürlich ziehen. Es fällt gleich auf, also es ist richtig Milchpulver dran. Es sieht milchig aus, das Ganze. Ist auch sehr warmes Wasser, was denke ich für das Mischungsverhältnis gut ist. Und dann machen wir das hier ein bisschen zu und lassen es ziehen, oder? Mhm. Und steht drauf wie lang? Nö, steht nichts, aber wir haben es bei dem Französischen gesehen, wenn man es ein bisschen stehen lässt, wird es besser. Also das zur Seite. Hast du gleich noch eine Tasse zum Frühstück, noch einen Kaffee? Wie wär's? Ach, ich krieg die räudige. Beide räudige. Na, dann geht's. Also es ist ein ganz normaler Krümelkaffee. Riecht auch unspektakulär, möchte ich behaupten. Aber Fairtrade. Ach, dann geht's ja. Ja, da will man gar nicht so viel Wasser dran machen, wenn ich die paar Krümel sehe. Ich rühre mal mit Müll um. Während unser Kaffee zieht, probieren wir noch was anderes. Komm hier, die Standardschokolade. Warum nicht weiß? Also wir hatten genau so einen Riegel schon mal in irgendeinem anderen drin. Ich denke mal im Bundeswehr. Ich glaube auch, es war die Bundeswehr-Tüte. Dann. Skål. Ja. Eine sehr harte, dunkle Schokolade. So, wie man sie kennt. Aber ja, wenn wir einmal dabei sind, Früchte-Dinger. Alles kann man, bisher haben wir noch nichts gebraucht. Natürlich haben wir jetzt Wasser heiß gemacht und hier ist nichts zum Erhitzen dabei. Also wir haben keinen chemischen Erhitzer, wir haben keinen Kocher, keinen Brennstoff. Ich gehe davon aus, dass das unabhängig davon geliefert wird, wie es ja im Bundeswehr-EPA auch ist. So, wir gucken uns das mal an hier. Was ist das denn? Gurke. Grün habe ich nicht erwartet. Ich denke, es ist Zitrone, Orange, Limette, Ananas. Steht das drauf? Könnte grün Limette sein? Erdbeere, Blaubeere, Apfel, Papaya, Litchi, Flavored Cubes in Variable Proportions. Also alles, was ich gerade vorgelesen habe, ist hier nicht dran, sondern es ist in erster Linie Zucker, Apfelsaftkonzentrat, irgendwelche Geschichten. Jetzt gucken wir mal an. Also wir haben ein paar Farben, alles davon ist höchst künstlich. Drei Hände voll. Ja, ja, drei solche Reinwerfportionen. Aber es sind eigentlich so, naja. Man könnte denken, man isst echte Frucht. Also grün schmeckt nach Apfel. Strawberry, Blueberry, Apple, Papaya, Litchi. Guckt's euch an. Es sieht aber nicht so schlecht aus. Ich meine, es sieht jetzt nicht natürlich aus, aber es sieht nicht schlecht aus. Mhm, und schmeckt auch nicht schlecht. Und es schmeckt nicht schlecht. Schön fruchtig, was Süßes. Find's gut. Kann man essen. Irgendwas erinnert mich das, aber es ist eigentlich wie Gelee eher. So festes. Bisschen so trockene, eher Topico, Haribo. Ja! Haribo hier, Tropico. Genau. So ähnlich schmeckt das hier. Also, gut. Vielleicht was Bissfesteres zwischendrin. Schokokeks. Geht nicht, hat keine Aufreißlasche. Ja, mal das weg. Ach ja, doch. Also, man kriegt's auf, wenn man möchte. So, das sieht irgendwie nicht so fresh aus. Das sind sogar für jeden einer. Ja, also. Solider Keks. Solider Keks.
nicht so süß. Mhm. Guter Keks. Guter Keks! Kann man echt nichts sagen. Mhm. Was ist denn? Kaffee? Also ich habe jetzt eine halbe Tasse auf die Tüte und muss sagen, nicht schlecht. Also für Instant-Kaffee? Mhm. Für Instant-Kaffee schwarz, muss man dazu sehen. Kann man trinken. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit viel mehr Wasser wäre, aber ja, es ist. Was steht denn drauf? Wie viel? Gar nichts. Also, so kannst du ja die Stärke selber dosieren. Bin ich auch positiv überrascht. Also, sonst hat man immer. Man schmeckt sonst sofort raus. Instant-Kaffee, aber ja. Das ist. Ich finde den auch. Also der schmeckt besser als mein richtiger Kaffee, den ich koche. Fast. Aber ist ja auch Fairtrade. Hm. Okay, guck mal, das wird auch langsam besser. Mhm. Ist aber noch sehr warm. Ich würde es noch ein bisschen ziehen lassen. Hier ist noch die Frage. Wo schmieren wir das drauf? Wo schmieren wir das eigentlich drauf? Auf unseren Schokokeks? Weil auf dem Käsekeks sehe ich es nicht. Beef Jerky eintauchen klingt auch nicht danach. Ich würde es fast auf den. Also das ist immer komisch, man hat so einen Belag, das ist jetzt hier das Nutella-Zeug, Nuss-Nougat-Creme, aber eigentlich nichts, wo man es drauf machen kann. Hier vielleicht auf den Salted Cashew Energy Riegel, könnte ich mir vorstellen, dass das funktionieren könnte. Oder jeder Schwede kriegt da eine extra Packung hier Wasser, Knäckebrot mit dazu. Weiß man auch nicht, ist die beim Brennstoff mit drin? Wir machen mal den hier. Sieht auch ganz anders aus, als ich es gedacht hätte. Richtiger gepresster Riegel, gar nicht mal so. Ja, ja, schon so Nussstückchen, wie ein Müsli-Riegel. Ja, wie so ein Markenname Kromi. Oh. Das ist jetzt nichts, wo ich Schokolade drauf machen würde. Ich bin immer so von gesalzenen Süßigkeiten nicht so ein großer Fan, aber ist nicht schlecht. Es sind halt auch hier Rosinen oder irgend sowas ist mit dran. Also es ist kein Kornriegel, es ist deutlich herzhafter. Saftiger, also viel fester, ein bisschen klebriger, aber auch eine gewisse Feuchtigkeit drin. Ist gut. Was ist denn los hier? Top Eber bis jetzt. Mal gucken, ob der große Dämpfer noch kommt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich sehe, was hier noch liegt. Sieht ein bisschen speziell aus. Ich würde es, glaube ich, naja, also zum so essen. Nussiger? Ja, eine viel besser als Nutella. Schmeckt natürlicher. Würde ich sagen, also hat mehr dieses Nussaroma. Ist nicht schlecht. Kann man weiterempfehlen. Klassiker seit 1961. Ich dachte erst, das wäre das Produktionsdatum. Wenn die genauso verformt wie bei ihrem Uniform mit ihrer Eva-Verpflegung. So, hier. Frutstrang mit Ananas und Datteln. Sind auf dem Bild. Hoffentlich sind es keine bösen Datteln. Dansk Produkeret Sieden 1952. Aber es war Doom. Oh. Ich denke, es ist ein Stück Fahrradreifen. Ja. Ja, Dattel. Ich würde fast sagen, hauptsächlich Dattel. Dattel mit Ananasgeschmack. Relativ trocken, nicht sonderlich süß. Also schon süß, aber jetzt nicht kein großer Zucker. Extra. Weil das stört mich immer bei dem, was man hierzulande zu kaufen kriegt. Dass es mehr Zucker ist als andere. Ich kann kein Dänisch, aber ich kann das mal hier. 90% Dattler.
Was wird das heißen? Und 5% Ananas. Also, wie man sieht, gar nichts anderes groß dran. Natürlich hier noch ein bisschen Plunder. Aber so schmeckt es auch. Relativ gut. Es war noch bis November 24 haltbar. Schade. Ist erstaunlich, dass das alles so gut schmeckt, oder? So, wir probieren mal das Müsli, denke ich jetzt. Guck mal her. Ich weiß, jetzt kommt noch Milch in meinen Kaffee. Hier seht ihr das, also sieht aus wie ganz normales Müsli mit Milch. Dampft jetzt sogar ein bisschen, weil wir es warm zubereitet haben. Schmeckt jetzt nicht irgendwie krass nach irgendwas. Mhm. Wie Haferflocken mit Milch und Zucker, hätte ich jetzt gesagt, vom Geschmack her. Ja, will man ja eigentlich auch nicht. Mehr wird ja auch nicht dran sein. Das ist jetzt kein richtiges Müsli in dem Sinne, so wie man das als Müsli kennt, sondern es sind meiner Meinung nach einfach nur Haferflocken. Nichts Besonderes drin, kein crispy Früchtekuchen hier drin. Mhm. Keine E-Stadt-Beeters zu Ton. Ja, es ist, ich muss sagen, bis jetzt das EPA, was am natürlichsten schmeckt. Ich will nicht sagen mit den natürlichsten Zutaten, weil irgendwas muss das Zeug ja auch haltbar machen. Aber qualitativ sehr hochwertig bisher. Stell dir vor, das EPA ist maßgebend für die Kampfkraft einer Armee. Mhm. Der Kampf Schweden gegen Spanien wäre bis zum Mittag entschieden. Weil die Spanier einfach schon nach dem Frühstück abkacken. Mhm. Weil alles, was wir jetzt gegessen haben, ist noch so, also auch die ganzen Snacks, aber auch schon so Frühstückszeug. Was ich mir zum Frühstück vorstellen könnte. Das ganze süße Zeug ist jetzt weg. Jetzt kann es langsam etwas herzhafter werden, vielleicht ganz gediegen. Sonnenblumenkerne. Gucken wir mal, ob es einfach nur Sonnenblumenkerne sind. Ich nehme das an. Ich nehme ja mal eine Frieda. Ja. Negativer Punktabzug, Verlierer. Könnt ihr mal in die Tüte gucken, da sind halt einfach geschälte Sonnenblumenkerne drin. Ah, ein Tempofleck. Ja, das sind ja ganz normale. Also, ja. Ich würde fast sagen, gesalzen, ganz leicht. Bin mir aber gar nicht so sicher. Ja, 1% Salz. Ja. Ihr habt's rausgeschmeckt. Abbruch. Alles viel zu versalzen. Ich finde es ein bisschen krümelig so zum Essen, aber es ist natürlich ein krasser Energieträger. Es ist ja eigentlich nur gutes Zeug drin in so einem Sonnenblumenkern. Kaskorkies. Cheese Biscuits, also Käsekekse. Bin ich mal ganz gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ich rieche erst mal rein. Kleine. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, hier sind jetzt auch so zwei drin. Einer ist ein bisschen zerkrümelt. Wir haben hier 5 solche, ja, Kekse. Käsekekse. Schmeckt wie die Käsestangen nur als Keks. Genau, werde ich aus dem Knabberzeugregal kennt, solche Käsestangen, genau so schmeckt es. Also jetzt auch nichts super Außergewöhnliches, aber geschmacklich auf jeden Fall eine Abwechslung. Nichts, wo ich jetzt Schokolade drauf machen wollen würde. Ich könnte es mir aber vorstellen. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Es ist halt von der Handhabung das Einzige, wo es Sinn macht. Nein, Tag, du musst noch fahren. Es ist weniger schlimm, als ich dachte. Es geht eigentlich. Wenn man das kombiniert, schmeckt man aber von dem Käse gar nichts mehr. Also die Nuss-Nougat-Creme hier, die übertüncht das komplett. Ja, ich muss sagen, bis jetzt noch nichts dran zu meckern.
Überhaupt nicht. Das hat man noch nie bis zu der Stelle. Dann jetzt das Beef Jerky. Riecht richtig gut. Nicht so penetrant wie das normal gekaufte. Ich kenne das gekaufte gar nicht so, weil wenn, dann habe ich es selber gemacht. Können wir vielleicht auch mal machen. Mhm. Wäre vielleicht auch mal ein Thema. Guckt es euch mal an hier. Ja, könnt ihr mal reingucken. Das sieht wirklich gut aus auf den ersten Blick. Sind auf jeden Fall richtig große Stücken. Sieht gut aus und gut getrocknet. Ist halt auch so eine Art Kaubonbon. Mhm. Bloß für Männer. Oder sehr behaarte Frauen. Ist eher dezent gewürzt. Mhm. Gutes Zeug, hä? Ja, unsere isotonischen Getränke. Das ist 250 Milliliter, das ist 500 Milliliter. Interessanterweise auch ein wiederverschließbarer Beutel hier. Weil es ja doch recht viel ist. Mhm. Ja, das ist hier gerade Erdbeere, das ist das ganz normale, was man auch im Supermarkt kaufen kann. Pulver, ich mache mal hier nach gut dünken was ran. Ungefähr die Hälfte. Hier steht's. Wasser einfüllen, zudrehen und schütteln. Ach, die machen es in der Tüte. Hatte ich ja auch schon überlegt, ob man das. Aber hier ist halt die Tüte nicht groß genug für einen halben Liter. Aber wahrscheinlich wird es auch einfach in der Tüte gehen. Wobei aber die Tüte ist ein bisschen größer als die andere. Das muss man dazu sagen, das Müsli haben wir jetzt auch warm gemacht, muss aber nicht sein. Ich denke, der Krümelkaffee würde sich auch in kaltem Wasser auflösen zur Not. Und die Hauptgerichte könnte man auch kalt essen, also ist nicht mal zwangsläufig im Kocher nötig. Ist ja bei jedem Ehepaar theoretisch so, dass es alles auch kalt gegessen werden kann. Aber ja, hier das Getränk, halt rot. Nur ich traue mich, das nicht zu schütteln. Erdbeere schmeckt super. Aber man müsste es schütteln, weil da ist noch Schmutter mit drin. Jetzt ist es einfach reingeschüttelt in die Tasse. Funktioniert also nicht so gut im Beutel. Also das hier, Erdbeere hat auf jeden Fall bestanden. Mhm. Ist gut. Das sieht nicht so gut aus. Das sieht aus, als würde es sich nicht auflösen. Schmeckt auch nicht so schön. Aber nicht so. Also ist es nicht schlimm. Mhm. Es ist nicht so, dass du sagst, bah, wie wir auch schon hatten, es ist. Das ist Durchschnitt, das ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist also das ist okay, das ist sehr gut, würde ich sagen. Das, also nicht, dass das jetzt schlecht dasteht. Das ist nicht. Wir hatten ja auch schon Sachen, die waren untrinkbar. Mhm. Letztens wieder im spanischen Ipa. Aber hier, das ist. Das schmeckt einfach wie Erdbeer. Das schmeckt wie Saft. Hm. Also nicht wie so ein Zuckerbrühe, sondern richtig wie Saft. Muss das mal schaffen. Ich bin wirklich erstaunt, wie gut das ist. So, zwischendrin haben wir jetzt mal den Milchshake. Schon wieder Getränke. Erdbeermilchshake soll das sein. Hier steht drauf. 30 bis 35 Gramm, also das ist ja hier, 30 Gramm sind drin. 250 bis 300 Milliliter eiskaltes Wasser oder Milch. Tja, wir sind außen, aber hier gibt es keine Kuh. Hm. Also müssen wir Wasser nehmen. Theoretisch nehmen wir hier so eine Hygieneflasche, weil wir es da schön schütteln können und weil man es gut sieht. Im Prinzip hat man das Wasser zur Verfügung, wenn man draußen ist. Also gucken wir mal hier, wie das aufgeht. Wie trinkst du deinen Kakao? Mit Wasser oder mit Milch? Mit Milch. Ja, deshalb Leute gehen, die mit Wasser Kakao trinken. Interessant, es ist ein gelbes, gelbliches Pulver, weiß-gelblich. Mal gucken, ob es rot wird, weil es ist ja angeblich Erdbeere. So. Ich denke mal, es wird milchig. Also das scheint halt wirklich so ein Proteinpulver-Sportgetränk zu sein.
Damit kenne ich mich nicht aus, habe ich noch nie getrunken, sowas. Ja. Magie! Magie! Plötzlich ist es rosa. Schütteln wie wild steht drauf. Ganz wichtig ist, dass der Deckel zu ist. Ja. Aber im kalten Wasser löst sich es relativ gut aus, denke ich. Also von der Optik her, vom das bisschen Geruch, was man so mitkriegt, ich denke, das ist lecker. Ich denke, mit Milch wäre es bestimmt richtig gut. So ein Milchshake. Aber es riecht nicht schlecht. Schmeckt tatsächlich wie Erdbeermilch, oder? Mhm. Obwohl keine Milch dran ist. Leicht wässrig, also man merkt es. Weil wir natürlich jetzt Wasser genommen haben, aber die Stärke, sage ich mal, also wir haben jetzt nicht zu viel Wasser genommen. Die Stärke ist gut, also kann man trinken. Ist auch nochmal eine nette Abwechslung zu dem, was jetzt sonst drin ist. Ein weiterer Pluspunkt, würde ich sagen. Ja, es ist gut. Es ist wieder überraschend gut. Weiter geht's. Kommen wir jetzt zum Hauptgericht. Chicken Curry mit Reis haben wir jetzt im warmen Wasserbad erhitzt. Packen wir hier auf den Teller. Es ist fester, als ich dachte. Wenn ihr euch fragt, was die dunkle Schokolade macht, genau das. Auf den ersten Blick sieht es gut aus. Hm, riecht auch gut. Schön fettig. Könnt ihr hier mal gucken. Also ist auch eine gute Portion, wenn man hier so guckt. Weiß ich gar nicht, wer das essen soll. Aber du bist ja da. Ach, Chicken Curry. Es ist nicht so gut wie das im Franzosen-Epa, die Hauptgerichte, aber nah dran. Ich glaube, das Britische war so ähnlich gewesen. Also, es schmeckt gut. Es ist für meinen Geschmack ein bisschen zu fad gewürzt. Kann aber jetzt, könnte jetzt auch nicht genau sagen, was mir fehlt. Es ist fettig, es hat einen richtigen Nährwert, es schmeckt frisch. Also es schmeckt nicht so, wie als hätten wir es gerade hier aus der Tüte gepresst. Schmeckt wie frisch gekocht. Und es schmeckt vor allen Dingen nicht wie Konserve. Es schmeckt wie echtes Essen. Gut, richtig gut. Dass es jetzt mir nicht so hundertprozentig zusagt, liegt, glaube ich, eher am Gericht. Dieses Chicken Curry ist jetzt nicht so mein Traumessen. Aber für das, was es ist, ist es sehr gut. Das sieht zivil aus. Das sieht zivil aus. Blaband, a Nordic Food Favorite. Weil die zwei Sachen passen jetzt nicht so hundertprozentig zusammen. Weiß nicht, wie die Zusammenstellung da passiert. Das ist jetzt hier von Oatmeals, Pasta Bolognese, the peak of your day. A classic pasta dish with minced meat and tomato and herb flavors. Rind ist drauf abgebildet. Wir schauen mal. Wir werden das auch hier auf dem Teller pressen. Sieht genauso aus wie das andere auf den ersten Blick hier. Sieht speziell aus. Riecht aber bolognesisch. Ich meine, Pasta Bolognese ist jetzt kein übelst krasses Gericht. Das wäre eigentlich das, was ich im italienischen Epa erwartet hätte. Sieht auch nicht verkehrt aus. Sieht aus wie echtes Essen. So ein bisschen wie Cafeteria hier. So dicke Kelle drauf. So sieht das aus. Wir haben hier echte Nudeln, echtes Fleisch. Eine Soße, die ganz gut aussieht. Aber geschmacklich auf jeden Fall. Ich finde, bei den Nudeln merkt man beim Kauen natürlich, dass die hier jahrelang in der Brühe liegen.
Aber die zerfallen jetzt nicht, also das ist jetzt... Ja, die sind nicht zerkocht, die sind... Ja, das ist jetzt Krümelkacken, aber... Auch eine sehr nahrhafte Soße, schön fettig. Ich finde sowas ist wichtig, weil man will ja, wenn man da draußen ist, was richtiges essen und nicht irgend so einen trockenen Pampf reinwirken. Und das ist wie ein echtes Essen, hier so auf dem Teller präsentiert. Schmeckt wunderbar. Kann man weiterempfehlen. Lob geht raus an den Koch. Lob an den Koch, genau. Also Hauptgerichte auch super. Ja. Kommen wir zum krönenden Abschluss der Pfefferminz-Kaugummi. Wir haben ja keine Zahnbürsten drin. Sehr geschmacksintensiv. Mhm. Ja, das räumt den toten Igel auf jeden Fall aus. Also das merkst du richtig in der Nase beim Atmen. Also da ist richtig Minze mit dran. Ist es zu fassen, selbst der Kaugummi ist top. So, und damit wir es vollständig abgehakt haben, zeige ich euch noch hier den... Wir haben keine Zahnbürste drin, aber das hier. Hier so ein Gebissreiniger. Nur mal hier so und dann hier mit Zahnseide und sowas. Ich guck mal, mach mal den großen Test. Ich habe bei meinen letzten Zähnen ganz hinten so eine Stelle. Da bleibt immer alles hängen. Da muss ich auch immer mit Zahnseide ran. Ich habe einen Kümmelkot über meiner Brücke. Es geht, ich hatte jetzt das Gefühl, es fliegt gleich auseinander, aber es hält. Ja. Besser als nichts. Tatsächlich muss ich hier sagen, ich fand diese Reisezahnbürste, die jetzt im spanischen Frühstück mit drin war, ziemlich gut. Aber es geht auch so. Und wenn man weiß, man geht raus, kann man sich auch einfach eine Zahnbürste mitnehmen. Bist du Fuchs. Noch hier so ein Rotkreuz-Desinfektionstüchlein zum Aufwaschen, aufwischen. Riecht ganz krass nach so Krankenhausdesinfektion wie beim Arzt. Ja, also selbst die Tücher sind gut. Ja. Das ist doch verrückt, oder? Eine angenehme Größe. Angenehm. Guck mal hier, da kannst du richtig deine Hände komplett machen. Hier vielleicht dann nochmal über den Mund wischen und sogar noch einen Tisch damit abwischen am Ende. Mülltüte fast auch problemlos, alles was übrig bleibt, ordnungsgemäß. Und damit kommen wir zum Fazit. Und ich will gar nicht lange um den heißen Brei reden. Ich denke, wir haben einen neuen Marktführer, ja. Einen neuen Gewinner. Das schwedische EPA Meisterklasse. Es war nicht ein einziges Ding drin, was schlecht oder komisch war. Hm. Es war alles super lecker, die Menge war sehr gut, die Hauptgerichte gut, die Getränke gut, das ganze Knabberzeug super, auch vom Umfang. Also wirklich, ich kann nicht ein was Schlechtes dazu sagen. Abzug im Punkteverlauf ist natürlich kein... Putz, was ist dabei? Ja, kann man sich drüber streiten. Es ist ja der einzige Brotbelag, der dabei ist. Es ist halt genug anderes dabei. Ja. Der einzige Belag, der dabei ist, ist die Schokocreme. Die kannst du halt einfach so und dann ist sie weg. Ich habe es auf dem einen Keks probiert und auf die Schokokekse extra nochmal Schoko drauf. Wäre wahrscheinlich auch noch eine Variante. Das einzige Manko, was ich sehe, ist, wir haben nichts zum Warmmachen direkt hier drin. Allerdings brauchst du das nicht zwangsläufig, weil da kann man sich ja selber... ich denke, die haben was. Das wird zur Ausrüstung in Schweden... damit eben hier Erforschung zu machen. Genau, das wird in Schweden, denke ich, einfach zur Ausrüstung dazugehören, weil da brauchst du das Feuer auch für die Wärme, nicht nur fürs Essen. Aber hier, jetzt auch mal aus einem anderen Standpunkt, ihr seid draußen unterwegs, ihr plant einen Ausflug, wollt ein gutes Paket für den ganzen Tag haben, dann hier seid ihr optimal bedient. Also wirklich
Das und das Französische. Die sind, glaube ich, ein bisschen schwerer zu kriegen als die französischen. Ich habe das selber gekauft. Ich kann mich nicht erinnern, was ich bezahlt habe. Wir sind natürlich trotzdem bei 40, 50 Euro meistens bei den E-Pass. Die sind immer sehr teuer. Wenn ihr aber mal hier das günstig kriegt, dann könnt ihr euch hier zuschlagen. Die Franzosen-Dinger sind ein bisschen günstiger. Da lohnt es sich natürlich auch. Das war auch sehr gut. Aber so im direkten Vergleich denke ich das hier noch ein bisschen besser, weil im Franzosen-EPA waren Sachen drin, wo man halt sagt, so, naja, die Getränke zum Beispiel und sowas waren eher nichts. Hier alles top. Erdbeersaft. Und im Gegensatz zu anderen schwedischen Produkten waren alle Teile vorhanden. Guter Schlusssatz. Vielen Dank fürs Zugucken, für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf euch. Tatsächlich hat bei unserer IKEA-Küche was gefehlt. Ein Mülleimerdeckel.